Naja, das sind die Legenden. Ich kann sie weder verifizieren noch falsifizieren. Tatsächlich hat es immer wieder sehr merkwürdige und vielleicht auch verständliche Bezugslinien zur Fotografie gegeben, besondere Verhältnisse. Wie gesagt, von den Indianern weiß ich es nicht, aber von Balzac weiß ich es, der sich ungerne fotografieren ließ, weil er befürchtete, er würde sich in der Fotografie auflösen. Er ging von der Vorstellung aus, dass sich bei jedem fotografischen Akt eine Schicht seiner Haut von ihm lösen, auf das Bild übertragen würde. Und er war ein, wie man weiß, ja, ein unglaublicher Empiriker. Er wusste, dass seine körperliche Verfassung endlich sei. Und befürchtete eben, dass bei zu viel Fotografiererei er sich förmlich auflösen würde und nur in Bildern existieren würde. Das mag man heute bizarr finden, aber ich erinnere an den Satz, den Marlene Dietrich Maximilian Schell gesagt hat: Ich bin zu Tode fotografiert worden.